Meine Damen und Herren, als wir den Titel der Aktuellen Stunde gelesen haben, mussten wir alle geschlossen in der AfD-Fraktion an Eugene Ionesco denken. Und dieser Eindruck, muss ich sagen, hat sich gerade in der Fraktion fortgesetzt, nachdem wir den Grünen und die rote Sprecherin hier gehört haben. Die einen heute waren immer dafür und sind heute dagegen. Die anderen waren immer dagegen und sind heute dafür. Die einen sind dafür, den Finanzvorbehalt abzuschaffen, aber wenden den erstmal an. Und Herr Adams findet Volksabstimmungen und Volksbegehren gut, bekämpft sie aber gerichtlich. Das müssen Sie den Leuten mal erklären. Eugene Ionesco, Sie wissen selber, und ich hoffe, Sie haben Deutsch- oder Französisch-Leistungskurs da oben, war ja bekanntlich ein Vertreter des absurden Theaters. Und genauso fühlen wir uns heute hier auch, muss ich Ihnen sagen. Hatte denn nicht die CDU-Landesregierung 2001 selbst gegen ein Bürgerbegehren geklagt? Herr Fiedler hat leichte Kritik gerade eingeräumt, Respekt dafür, inzwischen eingesehen nach 15 Jahren, dass das verkehrt war. Also die CDU tut so, als hätte sie nie dagegen geklagt. Ein Fall weiterer politischer Demenz, wie wir ihn ja öfter bei der CDU schon hatten. Oder aber ein Schritt in die Richtung Aufarbeitung, liebe CDU, Aufarbeitung der dunklen, demokratiedefizitgeschwängerten Vergangenheit der CDU. Das kann auch sein. Und da wäre dann der Kollege Fiedler mit seiner leichten Kritik an der Landesregierung 2001 einen winzig kleinen Schritt in die richtige Richtung gegangen, Richtung Vergangenheitsbewältigung, ein kleiner Schritt, allerdings wieder ein kleiner Schritt hinter uns von der AfD her, Herr Fiedler. Auch da kommen Sie zu spät. Meine Damen und Herren, es wurde schon gesagt, die Klage gründet sich auf Artikel 82, nicht Paragraph 82 der Verfassung. Wir reden also über eine Verfassungsvorschrift, die maßgeblich von der CDU erarbeitet wurde. Wir reden über genau die Regeln, die die CDU eingeführt hat und die bereits damals 2001 unter dem Geschrei oder gegen das Geschrei der heutigen Ramelow-Fraktionen umgesetzt und angewandt wurde gegen ein Volksbegehren. Die Kritik heute, liebe CDUler, richtet sich somit gegen euch selbst. Das ist aus unserer Sicht unredlich. Ihr bekommt hier gerade den Spiegel der eigenen Politik vorgehalten und was ihr darin seht, kann euch nicht gefallen. Denn ihr seht Folgendes. Rot-Grün lässt nur die direkte Demokratie zu, wenn das Ergebnis passt. Aber die CDU lässt bislang überhaupt keine direkte Demokratie zu und ist strikt dagegen. Zumindest war dieses strikt dagegen bis zur Verabschiedung des AfD-Grundsatzprogramms im Mai so. Ich sage nur Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild. Die CDU entdeckt plötzlich 6 Wochen nach der Verabschiedung des AfD-Grundsatzprogramms diese Mitwirkungsmöglichkeit. Auch da sieht man wieder, AfD wirkt, CDU folgt und die Medien berichten plötzlich ausgiebig darüber, meine Damen und Herren. Ein bisschen Schuss gehört dazu, Herr Fiedler. Dabei hat die CDU bislang jede, und Sie erinnern sich bestimmt an die letzten 25 Jahre, jede Verbesserung, wie die Absenkung der Quoren, längere Fristen und Bundesratsinitiativen zu Volksabstimmungen auf Bundesebene radikal und eindeutig immer abgelehnt. Und wir wissen doch alle, wie die CDU wirklich und tatsächlich über direkte Demokratie denkt. Wir kennen doch noch die Äußerungen des Herrn Fiedler und des Herrn Scherer. Herr Fiedler sprach noch vor ein paar Wochen vom blanken Populismus. Schnell dazugelernt, Herr Fiedler. Herr Scherer ist heute nicht da. Er sprach, Volksabstimmungen wären ein Schritt Richtung kommunistische Volksdemokratie, meine Damen und Herren. Lange ist nichts her. Sie erinnern sich peinlich berührt oder noch ein Fall von politischer Demenz, Herr Fiedler. Ich will es nicht hoffen. Die Debatte, die wir also heute hier führen, ist eine Scheindebatte und ein abgekartetes Spiel zwischen den Altparteien. Sie haben gezinkte Karten ausgeteilt und die Ergebnisse stehen schon fest. Da sind die Rot-Grünen, die gegen das Volksbegehren klagen, obwohl sie 2 Jahrzehnte für mehr Demokratie waren. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Und da ist die CDU, die plötzlich ihre Liebe zu Volksbegehren entdeckt, obwohl sie jahrzehntelang jegliche Initiative im Keim erstreckt hat. Die Einheitsaltparteien, meine Damen und Herren, führen eine Art Rochade vor und hoffen, dass die Bürger das nicht merken. Keine der Altparteien ist wirklich an einer Stärkung der Demokratie und der direkten Demokratie interessiert. Das ist nur die AfD. Die AfD war früher dafür, ist heute dafür und wird auch in Zukunft dafür sein. Da geht ein blauer Faden durch die Landschaft. Sie haben die Plätze getauscht und das ist unredlich. Meine Damen und Herren, die CDU ist auch deshalb ein wenig in der Bredouille, weil sie die Bauchidee der fakultativen Referenten, das war wahrscheinlich mal in so einer weinseligen Runde, als gesagt wurde, Mensch, wir müssen was tun, die Bauchidee ja wieder loswerden müssen, denn sie befürchten ja wohl, demnächst wieder Regierungsverantwortung zu haben in grauer Zukunft und dann wird ihnen diese Idee auf die Füße fallen, meine Damen und Herren. Genau deshalb schießt der Kollege Moring auch giftige Politpfeile und dieser Pfeil ist, diese Aktuelle Stunde hier ist heute so ein Pfeil. Die CDU lehnt schon mal vorsorglich die Überarbeitung der Verfassung ab und wirft Rot-Grün Erpressung vor. Und die Linke, die SPD und die Grüne wollen die fakultativen Referenten auch vom Tisch kriegen, trauen sich aber nicht, das so zu sagen und rüsten deshalb bei der Verfassungsdebatte auf, um sie nicht zustimmungsfähig für die CDU zu machen. Meine Damen und Herren, das ist durchsichtig. Sie streiten hier alle nicht für mehr direkte Demokratie, sondern dagegen.
Meine Damen und Herren, die Altparteien arbeiten also zu Lasten der Thüringer Bürger zusammen, damit alles so schlecht bleibt, wie es ist. Und das ist Bürgertäuschung par excellence. Das macht die AfD nicht mit, denn die Thüringer sind keine Rhinozerosse, auch nicht solche, wie Ionescu sie beschrieben hat. Vielen Dank.